Hey ho, Leute! Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, unser Leben hat sich immer noch nicht regeneriert. Das ist anscheinend das, was Ela so bedrückt. Ja, wenn ich kurz vorm Sterben wäre, würde mich das leicht auch bedrücken, aber egal. Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Ja, vielleicht können die das auch. Aber bevor wir mit irgendjemand anderem reden, reden wir mit dem Händler hier. Du hast eine krasse Rüstung, muss ich dir schon sagen. Du hast aber... Low-Zeug. Also das ist... Nee, das geht gar nicht. Rüstung ist auch nicht wirklich besser hier. Na komm. Wir können doch sicher irgendwas verkaufen, oder? Oder besser kaufen. Warte, Waffen. Nicht Waffen, sondern Fallentränke, Heiltränke und OP-Tränke, bitte. Was? Können wir nicht kaufen, weil... Sag mir nicht. Ich hatte 6 Stück im Inventar und benutze sie nicht. Ey, Leute, gönn dir. So. Ah, geil. ich brauche noch 2, ne? Ach, schön. Gut. Das ist das Problem, wenn man das Hub ausschaltet. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Nice. Können wir dir denn irgendwas verkaufen? Ja. Das blaue Zeug würde ich dir gerne verkaufen. Ich weiß nicht, ob wir das in Zukunft noch brauchen werden. Ich glaube, es wird besseres Zeug kommen. Deswegen verkaufe ich es dir einfach mal. Lila Zeug werden wir behalten und das blaue Zeug verkaufen wir. Früher haben wir nur das grüne Zeug verkauft, jetzt verkaufen wir auch das blaue. So, Fallen und Tränke will ich dir eigentlich nichts verkaufen. Ach, wir haben Sprengfallen, das ganze Zeug. Oi, warum benutzen wir das nicht? Ich muss auch mal überlegen. Rohstoffe. Ich würde ja gerne das ganze Haarreinholz verkaufen, aber... Nee. Draht brauche ich. Wüstenglas brauche ich nicht. Kannst du alles haben, bitteschön. Kannst du auch alle haben, bitteschön. Ein bisschen besser bei Kasse sind. Panzerwanderer hat. So. Jetzt wird ein bisschen flüssiger. So. Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Verwüster nennt man Na, das. Na toll. Also wenn das alles hier aggro geht, das ganze Lager, ne, dann haben wir deutlich das größte Problem im ganzen Spiel. Ach, schön. Mit wem muss ich denn hier reden? Ich freue mich, dich wohlbehalten zu sehen. Sagt wer? Sagt ihr. Aber ich muss nicht mit euch reden, also warum sollte ich? Möge man Lieder über dich singen. Hier ist Zeug. Wir räumen erstmal das Lager leer, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich sagen. Dann verkaufen wir das Zeug gleich, was wir hier finden. Das ist so böse. Kommt ihr einfach mal in eine fremde Stadt. Echohülse! Ist das nicht das Zeug? Ja! Oh, nice. Gibt's hier noch mehr Echohülsen? Hat der Tote vielleicht Echohülsen, die er gerne verkauft? Hast du Echohülsen? Kaufen. Kühlsaft. Wir brauchen Kühlsaft für was? Hä? Da ist ein Questsymbol dabei. Aber er hat keine Echohülse. Mann. Oder ist das hier dabei? Zersprengungspfeile, komm hier. Mach voll mal. Danke. Rest können wir selber nachcraften. Mit wem muss ich denn hier reden jetzt eigentlich? Ich muss jetzt einfach das Lager erforschen, ne? Das sind Plünderer. Mann! Wir haben einen Heiltrank genommen! Ich wollte mir bei Ella's Quest Ego an sich umschalten, aber das geht hier nicht. Ach, das sind die! Das sind die Banuk! Wer den Song gesehen hat, also... wie ist denn der Song nochmal, den Conny für uns gemacht hat? Hope Will Grow. Der Horizon Zero Dawn Theme Song von Conny, den sie gecovert hat. Da kann man auch die Leute hier sehen. Das sind also die Banuk. Ich dachte, das wären Schamanen aus fernen Ländern oder so. Nein, das sind Banuk. Wieso haltet ihr sowas hier fest? Der ist böse. Lebt der noch? Lebt der? Oder ist das einfach nur ein Schrotthaufen? Das scheint einfach nur ein Schrotthaufen zu sein. Ein Glück. Das finde ich sehr gut, dass das einfach nur... Ist das... Nee, oder? Ist das ein Donnerkiefer? Was machen wir hier? Jeder Moment, den wir vertrödeln, vergrößert den Abstand zwischen uns und der Herde. Was will wir jetzt hier genau machen? Ich wünsche dir eine erfolgreiche Jagd. Rede mit dem Banuk. Okay. Einfach mal mit alle abquatschen, okay. Wer ist denn, wer bietet sich denn an? Die Schamanin hier. Wie eine Karja, aber ich sehe Eis in ihren Augen.
Und die Schamanin, die wichtig aussah. Die Geister haben uns ihre Maschinen als Geschenk gebracht, aber nur im Hi. Schamane, versuchst du auch Wusste ich, dass das ein Schamane ist. Verstehen? Ja, Nora. Und ich lasse mir bei meinen Studien Zeit. Unter dir, mir und den Geistern, ich genieße den Frieden. Nicht nur den der Maschinen. Es ändert sich so manches in Ban-Ur. Die Jäger und Schamanen streiten immerzu. Worüber? Wie man in der harten Welt besteht. Die Jäger, sie wollen nicht, dass alles wie früher wird. Und wir Schamanen können immer weniger Erklärungen geben. So viele sind im Exil, auf Wanderschaft. Hier streitet niemand. Nun, da kommt mir ein Rätsel recht. Ein Rätsel? Okay. Elektroik. Wie wäre einfach das Echolzen? Oh, Mann! Hä, was finden wir denn? Ach so, ist voll. Ach so. Ja, das ist natürlich schön. Reinholz, Metallscherben, Metallgefäße sind natürlich alles nette Gießen. In Ban-Ur singen sie schon Lieder über meine Jagderfolge. Über deine Jagderfolge, ja genau. Hi. Die Jagdbeute ließ in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig. Können wir die reden hier? Wir sollten uns ein paar Maschinen suchen, die uns der Geister verdienen. In Ban-Ur singen sie schon Lieder über meine Jagderfolge. Hallo. Kann ich vielleicht mit euch ein bisschen reden? Morgen werden wir sehen, was die Schamanen von den Maschinengeistern erfahren haben. Kann ich mit dir reden? Du sitzt hier so schön. Kannst du mir ein paar Geschichten erzählen im Lagerfeuer? Das wäre doch ganz lustig. In Ban-Ur singen sie schon Lieder über meine Jagderfolge. Du bist unscharf. Hallo. Die Schamanen sagen, die Herden wären hier entlang gezogen. Ich finde den Style mit dem Pelz ganz geil. Nein, ich spreche mich hier gerade nicht für Pelz aus, aber ich finde den Style einfach geil. Hallo. Was ist denn da blaues Zeug? Sehen wir noch mehr Echohülsen, finde ich gut. Kann ich mit dir bitte reden? Ich kann dich auch nur grüßen. Wie soll ich hier doch reden? Ich hab doch schon mit dir. Hallo. Ich will auch so ein Outfit haben. Ich bin die beste Jägerin meines Veraks. Niemand macht mir diese Position streitig. Ja, kannst du dann auch mit mir reden? Oh, hier geht's hoch. Alles klar. Hallo. Kann ich mit dir reden oder kann ich den. Gut, dann nicht. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Die Jagd wird sicher nicht einfacher, nur weil es hier wärmer ist. Die Jagd will gut vorbereitet sein. Okay. Was war das denn? Was war das denn? Hier geht's nicht weiter hoch, denke ich mir, ne? Geht's hier noch irgendwo hoch? Guck mal auf die Karte, warte mal. Nee, hier geht's, glaube ich, nicht weiter hoch. Ist das eine Karte? Naja. Du bist weit weg vom angenehmen Leben in der Wärme Meridians. Bin keine Karcher, aber ich finde auch schön, dass sie das einfach reingebracht haben, dass man, wenn man ein Karcher-Outfit anhat, dass man als Karcher angesehen wird. Boah, dass die Leute quasi denken, dass man Karcher ist. Mit wem haben wir denn hier noch nicht? Ein Ort, an dem die Götter die Maschinen beruhigt haben und friedfertig werden lassen? Ist das wirklich zu glauben? Nee. Ich glaub's noch nicht. Gute Jagd! Da unten ist noch Zeug, das will ich haben. Hallo? Dieses Land ist voller Lärm. Aber es ist nur Lärm, keine Geräusche. Und voller Loot. Finde ich gut. Hi. Kann ich mit dir denn reden? Ein anderer Verak ist hinter unserer Herde her. Wir werden zuerst zuschlagen, aber wir müssen schlau vorgehen. Okay. Die letzte Jagd war sehr erfolgreich. Ich kann mit denen nicht reden. Ich kann die nur grüßen. Grüßen. Kann ich auch gar nichts machen. Muss denn vielleicht mit dem Schamanen nochmal reden? Ist das denn vielleicht der richtige Weg? Loot! Schön. Die haben nachher keine Rohstoffe mehr, wenn ich weg bin. Gehen wir halt nochmal zum Schamanen. Wo ist denn der? Ein anderer Verak ist hinter unserer Herde her. Wir werden zuerst zuschlagen. Hä? Aber wir müssen schlau vorgehen. Und der Schamane? War ich freue mich, dich wohlbehalten zu sehen. Entweder ich bin gerade blind oder man ich hab da drüben. Sogar das Eis im Rhein ist erfüllt vom blauen Licht. Muss er mit dir nochmal talken?
reden. Vielleicht sind die Maschinen ja auch froh, von ihrer Herde getrennt zu sein. Joa. Rede mit den Banuk. Hab ich schon. Tut mir leid. Was sollen wir denn hier machen hier? Ich habe mit den Banuk getalkt. Kann ich mit dir reden? Hallo? Was machen wir hier? Jeder Moment, den wir vertrödeln, vergrößert den Abstand zwischen uns und der Herde. Der Herde. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Sehr geil. Cool, dass wir das jetzt erst merken, dass wir hoch können. Aber auch schön. Das sind wir, sie hier hochgehen? Ich denke mal schon. Okay, hier kommen wir ganz easy hoch. Ich hoffe, wir stützen hier nicht ab, denn ihr wisst, was Klettern und ich für Freunde sind. Wir sind Erzfeinde. Das kann man gar nicht mehr als schlechte Freunde oder so bezeichnen. Erzfeinde trifft das wohl eher ich und Klettern. Ah, hier geht's hoch, ne? Okay. Was bringt es, dass ich hier hochgehe? Oh, Alter, tut mir das doch nicht an. Was? Rede mit dem Banuk. Ich hab doch mit dem Banuk schon geredet, verdammt. Soll ich jetzt nochmal runter, oder wie? Och. Komme ich aber nicht lebend runter, das ist halt klar, ne? Kaum zu glauben, dass die Banuk noch weiter nördlich leben. Warte mal. Nee, wir müssen. Das Questgebiet ist da unten. Wir würden rausgehen, wenn wir da runtergehen. Wir müssen da unten. Dann müssen wir da runter. Es sei denn, die Quest ist leicht verbuggt und zeigt was Falsches an. So, könnt ihr fallen lassen? Ja, krieg ich hin. Oh, Alter, Alter, Alter. Aloy, Aloy! Oh, keine Scheiße hier. Oh, das überleben wir. Aber mit wem soll ich denn hier reden? Könnt ihr mir das bitte anzeigen, hier mit wem ich reden soll? Das ist ja unglaublich. Kann ich nur grüßen, kann ich nur grüßen, kann ich nur grüßen. Du bist ein Pfosten. Kann ich nur grüßen. Grüßen bringt mir nichts, ich muss reden. Grüßen, grüßen. Hallo. Grüßen. Hand mit Händler, nee. Hallo, grüßen. Ich will doch mit euch reden, aber ihr lässt mich ja nicht. Sind hier draußen vielleicht irgendwo jemand, mit dem ich reden kann? Nee, ne? Nee. Okay. Bin auch schon aus dem Radius raus. Hier ist niemand, verdammt! Ich hab jetzt alle durch. Okay. Ich kann ja nicht angreifen, schade. Das ist leicht erniedrigend gerade. Was ist denn überhaupt los? Du siehst wichtig aus mit deinem Umhang. Lass mich mit dir reden, Häuptling. Oder was auch immer du bist. Hallo. Kann ich mit dir... Ich kann dich nur grüßen. Das Land der Banuk ist schroffer als unseres. Das Jagen ist hier entspannt. Das ist natürlich sehr schön, aber das bringt mir im Moment leicht wenig. Muss ich denn nochmal mit dir reden? Hm? Ich blickte ins blaue Licht. Und fand immer nur noch mehr Fragen. Ich hoffe, dass es mehr Orte wie diesen gibt. Ich könnte allein hinreisen. Aua. Vielleicht sind die Maschinen ja auch froh, von ihrer Herde getrennt zu sein. Joa, das hatten wir aber schon. Möge dein Lied lang erklingen. Ja, und weiter? Grüßen. Grüßen. Alter, ich will jetzt hier nicht dreimal durchgehen. Ich kann mit euch nicht reden, Leute. Lasst mich doch. Die Jagd wird sicher nicht einfacher, nur weil es hier warm ist. Ich hab jetzt mit allen geredet. Ich geh da jetzt hoch. Ich hab doch keinen Bock mehr. Ich geh jetzt einfach hoch. Hier ist niemand mehr, mit dem ich reden kann. Ich hab alle durch, verdammt. Du siehst auch witzig aus, schon Schamane. Den Berg wohl hinauf. Ich habe meinen Wert in hunderten Jagden unter Beweis gestellt. Und es werden noch hunderte folgen. Ja, okay. Das hat keinen Sinn mehr. Wir haben hier unten alles abgeklappert. Wo die Zeichnung hier schön aussieht an der Wand. Ja, sieht nice aus. Aber das bringt mir hier nichts. Hier ist alles fertig. Ich habe die durchgefaselt.
Die haben auch die alles rausgequetscht, was sie reden wollen. Ich meine, sie wollen so ziemlich wie nichts reden mit mir, aber. Egal. Wenn wir mal den Berg erklimmen, gucken, was uns oben erwartet. Ja, und Ayla, wird die Luft schon dünner? Luftige Höhe. Alter, wie hoch man hier einfach kommen kann. Das ist schon geil. Okay, hier will ich eigentlich nicht springen. Ganz ehrlich. Das ist mir zu riskant gerade. Okay, kann ich ganz hoch, sehr schön. Oh! Aloy! Mach keine Scheiße! Aloy! Alter, Aloy! Mach das doch nicht mit mir! Alter! Du machst mich fertig, Mädel! Du machst mich fertig! So. Was? Alter, wie geil die Landschaft hier aussieht! Das allein war schon wert! Was höre ich hier eigentlich? Ich höre irgendwas, aber ich kann es nicht identifizieren. Was sind das eigentlich für Kreise? Die sehen nicht natürlich aus. Aber egal. Kann ich da einfach so rüberspringen? Das kann keine gute Idee sein. Was ist das denn? Oh, Grauhabichte. Und noch mehr Grauhabichte. Ich muss weg hier. Alter, mach mich fertig. Keinen Bock auf die Grau habe ich, wenn ich da weiter muss, glaube ich. Dann muss ich. Da hoch, Mann. Ich muss die weg. Die müssen weg. Komm, zur Sprengung. Nee, wir machen die jetzt weg. Wir haben genug. Wir haben noch nicht genug. Komm hier, zur Sprengungspfeile. Putz. For the win. Okay, eigentlich hätte ich den runterholen sollen. Erster Treffer. Ich weiß aber gar nicht, wo ich bin. Wie viele! Das Gute ist, ich glaube, die wissen nicht, wo ich bin. Es könnte sein, dass wir sie jetzt verscheucht haben. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Warum sollten wir sie verscheuchen? Dann mach mich doch nicht fertig. Da hältst du dich doch fest, oder? Alter, Elo, was machst du? Oh. Die Grauhabichte warten. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Was? Das soll ein gutes Zeichen sein? Es ist vor kurzem jemand hier oben gewesen. Waren das Stimmen? Hier kann ich mich abseilen, wie episch. Nice. Wo sind wir hier? Scherbenbörsen hinaus! Ihr könnt uns nicht hier lassen. Schickt Wilgund dich? Er hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Was? Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Was? Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ah, eine faire Einschätzung. Ja, okay. Gehört das jetzt noch zur Quest? Was? Moment mal, in welcher Quest sind wir gerade? Nebenquest. Ein Moment des Friedens. Okay. War anscheinend richtig, dass wir hochgegangen sind. Danke auch, dass du mir die Quest unten im Dorf anzeigst, wenn ich hier hoch muss. Finde ich nett. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Nee. Zu spät. Lass mich mal sehen. Moment. Das ist unser Fund.
Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Alter. Sie haben es verbockt. Was ist das? Heftig. Heftig, heftig. Aber Leute, ich würde sagen, das ist ein nicer Cliffhanger für die nächste Folge. Das werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge ansehen. Was das hier für ein verbeultes altes Teil ist, was hier vom Himmel gefallen ist. Das könnte ein Komet sein aus einer anderen Dimension von anderen... Ach komm, hör auf, Ray, hör auf, halt einfach die Klappe. Egal. Tipps und Anregungen in die Comics, wie immer. Ja, lasst eine Bewertung da und Ryan sagt ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.